Die Aufgabe von unserem Sawyer-Team war, dass wir Head-Tracking im Cave implementieren. Das heisst, dass sich das Bild anhand der Position des Benutzers anpassen soll. Das ist wie bei einem Fenster. Wenn man gegen rechts geht, dann sieht man mehr von links. Wenn man gegen links geht, sieht man etwas mehr von rechts. Oder wenn man gegen vorne geht, dann sieht man etwas mehr von allem. Wir haben die Positionsdaten von dieser Brille dazu benutzen, dass man Perspektiven anpassen kann. Wir haben ein Spiel programmiert, wo man Objekte entdecken muss und die kann man nur entdecken, indem man sich im Cave bewegt. Zum Beispiel versteckt sich hinter dieser Kugel eine Münze. Bei dieser Demo haben wir uns von den Simpsons inspirieren lassen. Mit unserer zweiten Applikation kann man verschiedene Modelle im Cave betrachten. Man kann die Modelle so darstellen, dass man quasi um sich herum laufen kann. Es war eine aufwendige Arbeit, aber es war interessant und wir sind stolz auf das Ergebnis.